29.01. Wir haben Freitag und wir haben ein kurzes, aber intensives Workout. Zwei Runden, 4 Minuten M-Rap mit Dumbbell oder Kettlebell, Squat Cleans und Jerks. Eine Minute Pause danach und dann kommt die zweite Runde. Das heißt insgesamt 8 Minuten Arbeit. Dafür ist die Vorbereitung und der Weg dahin ein bisschen mehr. Ihr kriegt richtig, richtig viel heute. Also, let's go! Das Warm-up starten wir mit ganz vielen Übungen zeitdominierend. Das heißt, wir starten mit 1 Minute Hip-Tuck-Stretch. Einmal in den Ausfallschritt, hinters Knie unter Hüfte, vorderes Bein aufgestellt und dann heißt einmal Becken-Kipp nach hinten, Po fest anspannen, dann schiebt dein Becken nach vorne und dann sollte auf der Vorderseite spürbar werden, Hüfte, Oberschenkel, das reicht vollkommen aus, das hältst du für 1 Minute und dann das Ganze auf der anderen Seite. Dann hinten dran kommt noch mal 1 Minute Downward Dog to Cobra. Die Nummer kennst du mit Sicherheit schon, Hände schulterbreit, Füße hüftbreit und dann heißt einmal Fersen Richtung Boden schieben, Kopf durch die Arme durch und die Fersen so tief wie du kannst. Wenn dir es hilft, gerne Knie leicht beugen und im Wechsel die Fersen zum Boden schieben und dann die Cobra einmal Knie ablegen, Füße lang Brust heben, blick nur leicht nach vorne, willst du etwas mehr, stell die Fußspitzen auf, nimm die Knie vom Boden weg, dann kriegst du noch mehr Zug auf die vordere Kette und das immer in Kombination tief, tief für 1 Minute. Hinten dran Laying Overhead Reach mit der Dumbbell oder Kettlebell. Ich zeige es dir mit der Dumbbell, weil es damit ein kleines bisschen einfach umsetzbar ist. Du legst dich auf den Rücken, Käppi drehen, wichtig, oder am besten zur Seite legen, Füße aufstellen, Kopf ablegen, Lendenwirbelsäule schiebst du zum Boden und dann nimmst du die Dumbbell nah an den Körper. Startest auf Brusthöhe und wie bei einem Strict Press nah an der Nase vorbei, streckst du die Arme über Kopf und lässt den Bauch dabei fest und bringst sie wieder zurück. Lang über Kopf, strecken, halten und wieder zurück. Wichtig hierbei, dass du versuchst, deine Lendenwirbelsäule immer am Boden zu lassen und trotzdem über Kopf zu gehen und die Dumbbell so nah wie möglich am Boden entlang zu bewegen. Dann Pigeon Stretch. Hier machen wir das Ganze jetzt 30 Sekunden lang. Das heißt, du gehst einmal in die Taubenpose, ein Bein nach vorne, Knie nach außen, Fuß nach innen und dann schiebst du diese Hüfte Richtung Ferse tief, Oberkörper so aufrecht wie du kannst und lässt den hinteren Fuß schön lang. Und hiermit bleibst du 30 Sekunden und dann wechselst du die Seite, das Ganze auch auf der anderen Seite 30 Sekunden. Und dann kommen wir. Im Optimalfall hast du eine Platte zu Hause, dann benutze sie gerne. Geht auch mit der Dumbbell oder mit einem Gegenstand, der etwas flacher ist. Und zwar 30 Sekunden, 30 Sekunden. Die ersten 30, hüftbreiter Stand und startest auf Brusthöhe, Platte in die Hand. Und von hier heißt dann Strict Press über Kopf, Kopf aus dem Weg, über Kopf schieben und wieder zurück. Hierbei, dass du nicht dabei kommst, sondern schön Bauch fest, Po fest. 30 Sekunden Strict Press. Und danach 30 Sekunden über Kopf halten mit Bauch und Po immer schön fest angespannt und die Arme neben deine Ohren. Dann kommst du in 30 Sekunden Squat Hold. Squat breiter Stand, also schulterbreit, wunderschöne aktive Squat Position und dann gern die Hände, wo auch immer du hin magst, 30 Sekunden hier bleiben. Und die letzte Übung für diesen Part. Internal und External Rotation heißt, deine Schulter wärmen wir ein bisschen auf oder beüben wir hier. Das heißt, du legst dich auf die Seite. Wichtig hierbei, Ellbogen auf Schulterhöhe, gerne die Knie nach vorne. Und jetzt heißt es, die Schulter so tief wie du kannst, heißt weit weg vom Ohr. Jetzt bringst du einmal den Arm nach oben, komplett ablegen. Wichtig hierbei, dass du nicht irgendwo ausweichst, schön mittig bleiben. Und dann das Gleiche, der Ellbogen bleibt. Einmal nach innen. Jetzt kannst du hier gerne nachfassen am Handgelenk und ein bisschen tiefer schieben. Wichtig dabei, dass die Schulter nicht abhebt, sondern tief bleibt. So tief wie du kannst. Und dann wieder oben. 30 Sekunden pro Seite. So, dann ist der Körper auf jeden Fall schon ein bisschen vorbereitet, schon ein bisschen lockerer. Wir kommen jetzt in Get Warm. 10, 8, 6, 4 und 2. Squat to Jumping Jack und Pike Push-Up oder Handstand Push-Up. Das heißt, Squat to Jumping Jack sieht folgendermaßen aus.
Schulterbreiter starten, Squat-Position, einmal Squat und dann Füße breit, Hände über Kopf. Füße wieder schulterbreit und die Hände wieder tief. Squat, Jumping Jack. Squat, Jumping Jack. Okay, davon 10 Stück, dann direkt hinten dran Pike Push-Up oder Handstand Push-Up. Du entscheidest, brauchst du ein App-Mat, ein Kissen, irgendwas für deinen Kopf, dann gerne das. Hände vorne dran, schulterbreit, Füße so nah wie möglich zu den Händen. Schultern über die Handgelenke und dann heißt einmal drauf tippen, rausschieben. Wichtig hierbei, ist das definitiv noch zu viel und zu früh, bau dir gerne mehr Kissen hoch, damit das funktioniert. Oder du kannst auch negativ machen das Ganze. Das heißt, du gehst langsam runter, 21, 22, 23, setzt ab und steigst neu an. Für Handstand Push-Up an die Wand funktioniert das natürlich genauso. Gerne zu Hause die Chance nutzen, Pike Push-Ups zu machen. Das heißt hier gerne an die Wand und dann heißt es einmal wunderschön Kickoff, langsam nach unten, aufsetzen, ran und wieder nach oben raus. Okay, 10 Wiederholungen, dann das Ganze 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2. Und dann dürftest du auf jeden Fall gut vorbereitet sein. Im Anschluss gehen wir durch eine Runde Weightlifting-Technik. Das heißt, hast du schon länger kein Weightlifting mehr gemacht, dann ist es jetzt die Zeit. Was brauchst du dafür? Einen Holzstab oder wenn du hast, eine leere Stange. Dann kannst du gerne auch damit arbeiten. Hast du gar nichts davon, das heißt wirklich zu Hause gar nichts. Wobei ich denke, Besenstiel, Schrubber, irgendwas wirst du auf jeden Fall haben. Dann geht das zur Not auch mit einem Handtuch, wo du einfach nur die Bewegung dementsprechend mitmachst. Okay? Also, wir gehen zusammen durch. 5 Wiederholungen jeweils. Ich zeige es einmal vor und dann gehen wir zusammen da durch. Das heißt, erste Runde Clean Grip. Daumenlänge entfernt vom Oberschenkel. Hook Grip rein. Deadlift. Hüftbreiter Stand und von hier heißt es Kinn zur Brust. Wunderschöner Hippisch, Blick zum Boden, einmal tief und wieder hoch. Davon 5 Wiederholungen. Dann Hang Muscle Clean. Heißt, wir bleiben im gleichen Griff, gehen in die Handposition oberhalb der Kniescheiben, Kontakt zum Oberschenkel, Blick nach vorne, aufstehen, Schultern ziehen, Ellenbogen ziehen und wir drehen einmal um das Kinn auf und das gleiche wieder zurück. Hang Muscle Clean. Dann Strict Press, das heißt, du bleibst nach der letzten Wiederholung hier oben. Daumen gerne raus und von hier Kopf aus dem Weg, Schub über Kopf, wieder zurück und das 5 Wiederholungen. Genau das gleiche, was du mit der Platte vorhin schon gemacht hast, jetzt mit dem Stab. Hang Power Clean, Hang Clean Pull, so rum. Das heißt, wir gehen wieder in die Hangposition, bleiben wieder eng im Oberschenkel, jetzt ziehen wir aber mit Spannung nach oben. Das heißt, zack, absetzen. Eng am Körper. Zack. Ellenbogen ziehen Richtung Decke. 5 Mal. Dann Hang Power Cleans. Auch wieder Hangposition haben wir eben schon ein paar Mal gemacht. Blick nach vorne, Spannung rein, Zug, Landeposition, Po nach hinten, Ellenbogen vor, aufstehen, Füße zusammen und Start von vorne. Hang Power Clean. Dann Push Jerks hinten dran. Das heißt aus der Position, Strict Press haben wir gemacht. Wir machen jetzt Push Jerks. Hip Hinge, Dip, aktiv strecken. Reinsetzen, aufstehen und wieder Reset. 5 Stück. Front Squats hinten dran. Ellenbogen so weit nach vorne wie du kannst. Squat Breite, Hip Hinge, reinsetzen, aufstehen. 5 Wiederholungen. Und am Schluss Hang Squat Clean. Hangposition, Zug, reinsetzen, aufstehen, Reset. Ist das zu viel, zu schnell? Kannst du auch gerne einen Hang Power Clean machen. Dann den Squat direkt hinten dran und wieder aufstehen. Okay? Funktioniert genauso. Ziel soll es sein, dass du so tief wie möglich fangen kannst. Den wieder an die Seite und wir kommen jetzt in die Vorbereitung für die Dumbbell. Dumbbell oder Kettlebell funktioniert genauso. Wir starten mit einem Hang Power Clean. Haben wir eben alle schon mit dem Stab gemacht. Jetzt machen wir es mit der Dumbbell oder mit der Kettlebell. Das heißt, Hang Power Cleans. Hier jetzt das Ganze, dass wir es immer nur mit einer Seite machen. Einmal Handposition zwischen die Beine. Zug, landen, aufstehen, Reset. 5 pro Seite. Dann Power Clean plus Front Squat. Heißt, wir starten vom Boden. Vorderseite Dumbbell tippt auf den Boden auf, Blick nach vorne. Zug, Power Clean und Squat direkt hinten dran. Okay? Zug,
Auch gerne erst aufstehen, dann in den Squat nach unten rein. 5 pro Seite. Jetzt machen wir den Squat clean. Auch wieder. Starten vom Boden, Blick nach vorne, Zug, reinsetzen, aufstehen. Und immer die Dumbbell hinten auf die Schulter, hinteren Teil der Dumbbell auf die Schulter ablegen. Direkt hin dran, noch 5 Push-Jerk, zack, Hip Hinge, Dip Drive, landen, aufstehen, 5 pro Seite. Und bevor wir jetzt ins Workout starten, nimmst du dein Workout-Gewicht, wenn du hier was Leichtes genommen hast, um es zu beüben. Jetzt dein Workout-Gewicht, das heißt, die Dumbbell oder Kettlebell deiner Wahl. Und jetzt heißt es 3 Squat Cleans und 3 Jerks. Erst Squat Cleans 3 Stück, dann Jerks 3 Stück. Mit der Kettlebell geht das genau das gleiche. Hier ist jetzt wichtig, beim Zug ein bisschen mehr drehen, damit es nicht auf die Schulter knallt. Das heißt, hier in der Form, zack, und dann 3 Stück davon und am Ende dann 3 Jerks und das auch pro Seite. Dann bist du auf jeden Fall safe und startklar für das Workout. 4 Minuten M-Rap, Squat Clean, Jerk, du kannst so oft wechseln, wie du magst. Ziel ist das Ganze, so viele Wiederholungen wie möglich in 4 Minuten zu schaffen. Eine Minute Pause und das Ganze wieder von vorne. 8 Minuten harte Arbeit, 1 Minute kurze Pause, richtig knackig und effektiv. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.